Hi Leute, Robin hier. Ich bin wieder zurück aus meinem Korfu-Urlaub. 10 Tage war ich ja dort und fühle mich sehr erholt. War einfach ein herrlicher Urlaub, traumhafte Umgebung, richtig schöne Natur, Strandbaden, im Roller alles abgefahren. Und das habt ihr auch in meinem Full Day of Eating schon gesehen. Richtig, richtig genial. Und jetzt bin ich wieder hier in meinem Büro im Gesundheitszentrum mit meiner Ernährungsberatung hier voll aktiv. Bin bereit, hier alles rauszuholen aus meiner Arbeit und meinen Kunden auch. Und ja, nehme vor allem immer diesen Schwung richtig mit vom Urlaub. Und heute möchte ich euch gerne mal meine aktuelle Form zeigen. Also wie sich mein Körper jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat. Also wie insgesamt so von den Muskeln, vom Fettanteil könnt ihr euch dann selber auch mal ein Bild machen. Weil ich möchte euch vor allem zeigen, dass es möglich ist mit wenig Zeitaufwand. Also ich habe in diesen 10 Tagen, wo ich auf Korfu war, dreimal im Fitnessstudio trainiert. Und ansonsten halt noch wandern und schwimmen. Und alles sehr minimalistisch. Ich habe wirklich kurz, effizient trainiert. Das möchte ich dir vor allem mitgeben, mit wenig Zeitaufwand ein gutes Ergebnis zu erzielen und auch von der Ernährung. Ganz einfach das zu handhaben. Ich gebe da auch immer sehr simple Empfehlungen mit, auch meinen Kunden. Und das ist eben kraftvoll, was möglich ist, wenn die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Und im Urlaub muss man sich nicht total gehen lassen. Also man kann wirklich mit einfachen Strategien bei seinem Training, bei seiner Ernährung und auch von seinem Regeneration-Schlafsystem da sehr viel auch herausholen. Und nicht dann total außer Form kommen und dann halt total irgendwie an Fett zunehmen oder an Muskeln abbauen. Und was mir eben sehr wichtig ist, ist eben mit wenig Zeit im Fitnessstudio sehr gute Ergebnisse zu erzielen, also sich auf vor allem effektive Übungen auszurichten und auch von der Ernährung. Also mir ist eben eine pflanzenbasierte Ernährung sehr wichtig. Das hat sich aus meiner Erfahrung mit am besten gezeigt, auch was die Studienlage anbelangt, was die Langlebigkeit anbelangt und eben optimale Gesundheit, dass eben eine pflanzenbasierte Ernährung sehr, sehr wichtig ist. Und für mich persönlich ist auch ein sehr hoher Rohkostanteil wichtig. Also ich mache das Ganze überwiegend rohköstlich und merke einfach, dass mir das persönlich sehr, sehr gut tut. Tatsächlich ist es auch schon so, dass ich mich seit knapp 3 Monaten ausschließlich, also zu 100% von Rohkost ernähre. Abgesehen von einem Urlaub, wo ich mal eine Ausnahme gemacht habe und sogar an einem Abend in einem Restaurant gegessen habe, da bin ich auch komplett transparent, wo ich dann ein veganes Gericht auch hatte, mit Bohnen, Knoblauchbrot und eben so marinierten Pilzen, ist das überhaupt nicht schlimm. Sehe das als Ritual. Mache ich einmal in jedem Urlaub. Ist jetzt auch schon länger her, dass ich in irgendeinem Restaurant essen war. Und das wirft mich gar nicht zurück. Es erinnert mich eben nochmal an eine gewisse Vergangenheit, was man früher alles so gegessen hat, und das ist auch vollkommen okay, kann man alles machen. Und das ist ja auch das Coole, man muss ja nicht zu starken Verzicht haben, man kann sowas machen und kann trotzdem in Form sein, wenn man weiß, worauf es ankommt, auf die Basics, gerade auch bei der Ernährung, genau weiß, was zu beachten ist, um eben den Körper mit allem optimal zu versorgen und auf der anderen Seite genau so eben alles zur Verfügung zu stellen, dass wir nicht an Körperfett zu stark zunehmen und dass eben der Muskelaufbau auch garantiert ist. Also, ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an, wie mein Körper aussieht, macht euch selbst dann ein Bild und kommentiert mal gerne drunter, was ihr von meiner aktuellen Form haltet.